Okay Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge vom Let's Play und ich bin heute mal wieder ein bisschen verspätet dran mit der Neujahrsfolge, würde ich sagen, dieses Jahr. Also eigentlich sollte das Video hier schon im Januar kommen tatsächlich, aber ich bin die ganze Zeit nicht zum Aufnehmen gekommen und heute dachte ich mir, komm, machst du jetzt endlich mal, nimmst du mal das Video auf, damit hier auch mal wieder ein bisschen was vorangeht. Letzte Woche kam ja dann auch schon am Mittwoch ein zusätzliches Video und ja, ich möchte jetzt einfach wieder ein paar mehr Videos hier bringen. Erstmal noch nicht so viel, um mich jetzt selber nicht zu sehr zu stressen und so ein bisschen wieder reinzukommen, ne? Weil ich ja jetzt sehr lange Zeit wirklich, wenn man jetzt ab September das sieht und die Weihnachtswoche mal rauslässt, wirklich wenig gebracht habe eigentlich an Content. Zwischendurch gab es natürlich wieder eine Phase, wo ich mehr Let's Play gebracht habe mit dem Uwe, ne? Da wollten wir eigentlich demnächst auch eine Aufnahme machen oder wollten eigentlich schon eine im Januar machen, um ehrlich zu sein. Haben wir aber dann nicht. Es kann aber durchaus sein, dass wir demnächst wieder eine machen und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn ich hier zwischendurch mal noch so eine normale Folge mache. Denn wie gesagt, eigentlich hatte ich die zu Neujahr geplant, ist dann aber gar nichts geworden mehr. Und da dachte ich, naja, machst es halt später. Und ja, kommt halt manchmal so, ne? Kann man nicht ändern. Aber okay. Ja, was ist so bisher gewesen dieses Jahr? Also ich habe es ja in Beta schon zusammengefasst eigentlich, was so los ist und werde da auch weiterhin diese Folgen für solche Themen nutzen. Und ja, mal sehen, also wie das dieses Jahr weitergeht. Ich bin mal gespannt. Ich möchte halt jetzt mich noch nicht irgendwie festlegen oder schon Pläne machen, großartig. Ich habe natürlich schon ein paar Ideen und Vorstellungen, aber ja, ob ich das alles so umsetzen kann, ist halt die andere Frage. Beispielsweise auch mit bestimmten Formaten und so. Da werde ich dann auch im Beta nochmal drüber gesprochen haben. Zumindest habe ich das vor. Und deswegen, das werdet ihr dann da schon mitkriegen alles. Ja, mit The Forest muss ich auch mal schauen. Das kam ja immer nicht so gut an. Hatte ich auch schon alles mal gesagt irgendwo. Ja, ist halt die Frage, wie man das weiterführt und alles. Mal sehen. Aber jetzt vielleicht erstmal kurz hier zum Let's Play. Was mache ich hier eigentlich als nächstes? Also ich war ja jetzt beschäftigt hier mit dem Feuerwerk letzte Folge da. Da habe ich auch ein bisschen was neu gemacht und ich glaube, dieses ganze Zeug hier muss weg. Das habe ich nämlich gecheatet und deswegen würde ich das mal irgendwo in der Lava verbrennen oder despawnen lassen einfach. Das wäre die beste Methode. Da gehen wir mal irgendwo hin, da schmeiße ich es in eine Ecke. Ja, und ich kann heute auch die Folge gar nicht so lange machen, denn ich habe nicht so viel Speicher auf der Festplatte gerade. Also ich war jetzt auch zu faul, um ehrlich zu sein, meine andere Festplatte anzuschließen. Hier, wo ich immer meine ganzen Aufnahmen drauf mache, die externe Festplatte. Und deswegen nehme ich jetzt hier einfach die interne. Aber da ist zurzeit nicht viel Speicher frei. Und deswegen heute mal nur 10 Minuten. Außerdem habe ich jetzt eh nicht so viel Zeit, weil ich dann auch noch eine andere Folge aufnehme. Die kommt dann nächste Woche. Das wird mal ein Special-Video, kann man sagen. Also sowas kommt auf jeden Fall nicht oft hier. Deswegen seid mal gespannt. Ich hoffe, dass alles so klappt. Da habe ich schon eine ganz coole Idee. Und das wollte ich eigentlich auch zu Weihnachten bringen, habe ich aber dann auch nicht mehr geschafft. Also, ja, ist einfach zu viel gewesen. Ich habe schon so gemerkt, zu Weihnachten, es war extrem stressig, das so aufzuziehen, ne? Da fast jeden Tag ein Video zu bringen. Da war ja einiges los, auch mit dem Jahresrückblick. Boah, dieses ewig lange Aufnehmen und so. Das war schon heftig, also das ist irgendwie jedes Jahr wieder anstrengend, aber dieses Jahr war es eben besonders, weil ich so wenig Vorlaufzeit hatte und so wenig Puffer und, oh ey, schlimm. Keine Ahnung, ne? Ist alles ziemlich chaotisch gewesen mit meinem Praktikum und allem. Da kommt man echt nicht mehr zu viel. Da kannst du einmal durchatmen und schon ist das Wochenende rumgefühlt, ne, zum Beispiel. Und ach, ja, das war einfach nicht geil und ich bin jetzt froh, dass ich endlich mal wieder Ferien habe. Das habe ich echt mal wieder gebraucht. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt ein bisschen so vorankomme. Hier alles, ne, was alles angeht. Und na, da bin ich eigentlich schon zufrieden, muss ich sagen. So, ich brauche jetzt hier mal eine neue Sache. Und zwar eine ganz normale Axt, würde ich sagen. Hier haben wir noch eine Schaufel mit Glück. Ah ja, stimmt, die andere hat Behutsamkeit. Die haben wir gefunden, ne, mit Glück. Im End, stimmt. Aber was habe ich vorletzte Folge nochmal gemacht? Da war ich da auch irgendwo. Habe ich dann nur Bäume gefarmt? Ich glaube ja, ne? Stimmt, zum Q&A. Da war ich ja auch nur Bäume farmen. Oh shit, ey. Ja, moin. Auf jeden Fall heute Neujahrsfolge. Vielleicht kann man nochmal ein bisschen Neujahrsvorsätze ansprechen. Das wollten Uwe und ich quasi auch machen. In der einen Aufnahme, die wir eigentlich dann irgendwann Neujahr machen wollten. Haben wir aber dann nicht. Naja.
Aber keine Ahnung, ich habe eigentlich jetzt nicht so großartige Neujahrsvorsätze, hat man vielleicht schon rausgehört. Ich versuche einfach so weiterzumachen wie bisher und jetzt ja, ein bisschen Gas zu geben, natürlich. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht irgendwie so, das und das will ich unbedingt ändern oder so. Das nimmt man sich zwischendurch sowieso immer mal vor, ne, irgendwas zu ändern oder so. Da brauche ich jetzt kein neues Jahr, um ehrlich zu sein. Oder, weiß ich nicht, ne. Das finde ich immer ein bisschen schwachsinnig, sich jetzt auf dieses Datum zu versteifen und unbedingt jetzt ja, ein neues Verhalten anzulegen oder so. Zum Beispiel für mich ist jetzt irgendwie wie so ein neues Jahr. Also jetzt fühlt sich's quasi wie Neujahr an, tatsächlich. Weil jetzt wieder so ein neuer Abschnitt für mich beginnt. Ne? Jetzt gehen wieder die Ferien los, die ganze Prüfungsphase ist vorbei und vor allem vorher noch das ganze Praktikum mit dem ganzen Stress. Ne? Und deswegen, jetzt ist mal wieder so eine komplett andere Zeit. Und das fühlt sich jetzt viel mehr nach Neujahr an als das eigentliche Neujahr. Und deswegen, warum soll ich mir unbedingt jetzt an Neujahr Vorsätze machen? Das macht halt nicht unbedingt immer Sinn. Und deswegen, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Ja. Ach ja, ich hoffe nur, bald machen auch mal wieder die Schwimmhallen zum Beispiel auf. Ich habe nämlich auch vor, in meinen Ferien mal wieder schwimmen zu gehen, normalerweise. Aber geht ja nicht wegen Corona. Eigentlich hätte ich jetzt schön Zeit, das mal wieder zweimal die Woche vielleicht auch zu machen, wozu ich halt sonst nicht kommen würde. Aber ja, jetzt geht's eben gar nicht, ne? Schon seit Ende Oktober, Anfang November. Und ja, das ist einfach nur nervig, muss ich sagen. Denn man hat halt so, was das angeht, gar keine Möglichkeit, ne? Das ist echt scheiße irgendwie. Und ja, ach, da wäre Lava gewesen, ne? Daran habe ich vorhin nämlich gedacht, dass ich da hingehe, aber ja, habe ich jetzt erst gesehen wieder, dass es genau dort ist und nicht woanders. Denn ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass das dort schon ist oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ja, so viel zu den Neujahrsvorsätzen erstmal. So viel mehr habe ich da jetzt nicht zu sagen. Ja, in meiner Neujahrsansprache habe ich ja generell auch ein bisschen was gesagt, was vielleicht kommen wird oder so. Ja, da kann man ja auch sich seine Informationen draus ziehen. Aber ich bin ehrlich, ich hatte auch nicht so wirklich Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich hier zum Beispiel auf dem Kanal bringen kann. Deswegen kam im Januar, Februar jetzt wirklich nur Beta und Forest, ne? Weil ich wirklich keine Zeit hatte, mich hier weiter drum zu kümmern. Ich habe einfach das weiterlaufen lassen, irgendwie, damit irgendwas kommt. Das war quasi wie, als wenn nichts käme. So hat sich das angefühlt, zumindest, ne? Und jetzt bin ich quasi wieder so ein bisschen zurück. Schon mit der Beta-Aufnahme neulich, das hat sich wie so ein Comeback angefühlt. Und auch heute die Aufnahme. Oder dann kam ja dieses Bewerbungsvideo von TinyCR. Mal sehen, wie da die Reaktionen sind von den Zuschauern. Bin ich auch mal gespannt, das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich wieder ein bisschen im Voraus bin, was auf jeden Fall schön ist. Denn ich hasse es, irgendwie das Video einen Tag vorher oder so aufzunehmen zu müssen. Wie es ja einmal bei Beta war im vergangenen Jahr. Also hier kurz vor Weihnachten da. Das hat mich so aufgeregt irgendwie. Also, ja, dass das da so knapp war. Also ich mag das immer nicht. Ich will das immer schön vorher haben, damit ich nicht so in Stress verfalle. Das ist nicht gut, sich selber da so den Stress immer zu machen. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Denn früher habe ich das öfter mal gemacht und immer die Videos aktuell, tagesaktuell aufgenommen, zum Beispiel PvP-Mittwoch 2014, ne? Immer mittwochs erst aufgenommen und das ist so stressig, denn wenn das irgendwann mal nicht geht oder irgendwas dazwischen kommt, dann, ja, stehst du gleich wieder da, ne? Und deswegen sowas will ich einfach vermeiden. Aber ja, das waren noch Zeiten mit PvP-Mittwoch. Heute kommt einfach nur eine normale Folge Minecraft. Obwohl das ja schon 2015 so war, tatsächlich. Da habe ich ja dann auch schon Mittwoch Minecraft gebracht und Samstag ein anderes Video. Und ist irgendwie auch ein cooles Konzept. Und ja, ich behalte jetzt wahrscheinlich auch erstmal den Uploadplan bei, also dass ich so Samstag immer ein Video bringe, weil ich schon finde, dass es mit Uploadplan irgendwie besser ist. Zurzeit. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ja, kann ich ja auch nochmal ansprechen demnächst, ne? So als Thema. Heute so irgendwie alle Themen gemischt wieder. Naja, wovon mache ich ein Thumbnail? Ich weiß gar nicht. Was haben wir heute gemacht? Müssen wir mal gucken. Ich werde erstmal hier irgendwie. Ja, was weiß ich. Was macht man jetzt?
Also so richtiges Bild habe ich gerade gar nicht. Vielleicht, ja, halt wie immer, ne? Ja, nee, ich gehe rüber und mache da ein Bild. Jetzt sind wir schon bei 10 Minuten, ne? Ich würde jetzt aber langsam mal beenden wollen. Jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden, was hier kommt. Nehmen wir einfach ein Pferd. Ne, das hat zwar mit den ganzen Themen nichts zu tun, wir haben das bisher nicht behandelt im Video oder nicht gesehen, aber egal. So, ich mache jetzt einfach so ein Bild. Alter, ich bin wieder wählerisch, ne? Ey, das ist immer schlimm, wenn ich hier so lange brauche für sowas. Das ist eigentlich eine Nebensache und ich verschwende hier eine Minute vom Video fast, ey. Ohne Witz. Naja, dann erst mal ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal.